Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Er lasse gerade die Vorschläge von WIFO-Chef Felbermayr durch das Finanzministerium errechnen, hat nach tagelangem Druck der Landeshauptleute jetzt Kanzler Karl Nehammer gesagt. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat vergangenen Montag hier bei mir im Interview bereits einen Antiteuerungsgipfel zwischen Bund und Ländern gefordert. Aber wie geht das jetzt weiter? Wie lange wird gerechnet? Was soll kommen? Welche Gebühren werden erhöht? Fragen, die ich jetzt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig stellen werde. Und ich freue mich, ihn per Zuschaltung begrüßen zu können. Hallo. Schönen guten Tag, grüß Gott, Frau Daniel. Fangen wir einmal an mit diesem berühmten Felbermayr-Vorschlag, also dem Vorschlag des WIFO-Chefs, der vorsieht, dass 80% des Stromverbrauches des Vorjahres gedeckelt würden. Das wird jetzt vom Finanzministerium gerechnet. Ist das etwas, das Sie gutheißen? Ja, Frau Daniel, Sie haben völlig recht. Wir haben genau vor einer Woche ein Gespräch, ein Interview geführt und da habe ich zwei Punkte eingefordert, auch von der Bundesregierung, nämlich zum einen, dass wir uns parteiübergreifend über die Bundesländergrenzen hinaus zusammensetzen sollten, Mitglieder der Bundesregierung, die Landeshauptleute, Sozialpartner, vielleicht auch unter Einbeziehung der Europäischen Kommission und Maßnahmen setzen sollten, und zwar sehr schnell, wie wir die Teuerung in den Griff bekommen. Das war das eine. Und das zweite war, dass ich vorgeschlagen habe, den Felbermayr-Impuls sehr ernst zu nehmen und aufzugreifen und zu überlegen, wo man einen solchen Preisdeckel ansetzen kann, inwieweit es von Seiten der Bundesregierung, aber auch von den Ländern, auch von den Landesenergieversorgern auch umzusetzen ist. Ich freue mich deshalb sehr, dass der Druck, der auch ausgeübt worden ist von den Landeshauptleuten in dieser Frage, und zwar auch parteiübergreifend, dass das angekommen ist bei der Bundesregierung und dass der Bundeskanzler jetzt auch den Finanzminister Brunner beauftragt hat, das durchzurechnen, den Felbermayr-Vorschlag, den ich für sehr gangbar erachte, und sich jetzt genau anschaut, wo sind jetzt im Detail noch die Probleme, die es gilt umzusetzen oder auszuräumen. Denn das wird schnell agieren müssen, ist allen bewusst, wie ich hoffe. Und von daher werden wir weiter dranbleiben, auch als Stadt Wien hier zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Ich sehe das ja immer auch als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, aber auch als Präsident des Städtebundes, denn viele dieser Maßnahmen werden ja nur funktionieren, wenn die Bundesländer, Städte und Gemeinden mit eingebunden sind. Apropos mit eingebunden sind, hat das Kanzleramt mittlerweile bei Ihnen eben auch als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz Kontakt aufgenommen und zu einem Gipfel oder einer Gesprächsrunde oder wie immer man das jetzt bezeichnen will, eingeladen? Bis jetzt nicht, aber ich habe stark angeregt, dass dieser Felbermayr-Vorschlag geprüft wird. Das geschieht jetzt. Ich habe den Eindruck, dass die Forderungen der Landeshauptleute hier Gehör gefunden haben. Es waren ja laute Stimmen auch dabei und auch starke Vertreter und Vertreterinnen der Landeshauptleute. Also von daher, denke ich, wird das auch beim Bundeskanzler Nehammer angekommen sein, dass man hier sehr rasch jetzt zu einer Lösung kommen muss. Wir haben eine Umfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft, die sagt, 73% der Befragten sind für eine Strompreisdeckelung, sogar 75% der Gefragten sind für eine Preisdeckelung bei Grundnahrungsmitteln. Das ist durchaus auch etwas, das der ÖGB fordert. Sind Sie der Meinung, dass auch bei den Lebensmitteln etwas passieren sollte, zumindest bei den Grundnahrungslebensmitteln? Naja, es hat ja von Beginn der Krise an ja auch den Vorschlag der SPÖ gegeben, hier eine Mehrwertsteuersenkung bei Lebensmitteln durchzuführen, insbesondere bei jenen Lebensmitteln, die man im alltäglichen Gebrauch verwenden muss. Und von daher ist natürlich auch klar, dass jeder Preisdeckel in diesem Bereich bedeuten würde, dass man den Gap quasi auch anders finanzieren muss. Eine Mehrwertsteuersenkung wäre natürlich einfacher
durchzuführen, bedeutet einen Streuverlust. Ja, richtig, aber nachdem man weiß, dass der Anteil am Einkommen, den man für Lebensmittel ausgibt, bei wirtschaftlich schwächeren Haushalten ein größerer ist, wäre das eine sehr schnelle, wirksame Möglichkeit, auch hier unterstützend zu wirken. Ich muss jetzt natürlich auch auf die Situation in Wien zu sprechen kommen. Da hat ja jetzt der Wiener ÖVP-Chef gesagt, Wien sei überhaupt die Gebührenlawine, weil im Sommer sollen die Gebühren noch einmal erhöht werden. Welche Gebühren sind das und warum? Ja, es gibt in Wien ein Valorisierungsgesetz, das deshalb geschaffen worden ist, weil zu Recht Kritik bestanden hat, dass man über viele Jahre hinweg keine Gebühren erhöht und dann, wenn es ganz dringend notwendig ist, dann ganz starke prozentuelle Sprünge macht. Um das zu verhindern, ist das Valorisierungsgesetz im Gemeinderat beschlossen worden, das vorsieht, dass immer wenn ein Grenzwert überschritten wird, und das wird im Juni festgestellt, dass dann eine Anpassung der Gebühren, also zum Beispiel Kanal, Wasser, Abfallentsorgung zu geschehen hat und zwingt immer entlang der Inflationsrate und nicht höher. Das hat bedeutet, dass im vergangenen Jahr, also für das heurige, die Erhöhung beispielsweise vorgesehen war in der Größe von 1,07 Euro pro Monat für einen Haushalt, ein Personenhaushalt in einer Wohnung mit 40 Quadratmeter. Also 1,07 Cent pro Monat Gebührenerhöhung. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Inflation berücksichtigt wird, die in den letzten 4 Monaten eine überdurchschnittlich hohe war, dann gehen wir davon aus, dass die Erhöhung maximal das Doppelte sein kann. Das wären dann 1,90 Euro pro Monat für einen Haushalt in dieser Größenordnung. Also von daher ist das jetzt nicht das Hauptproblem, das wir zu bewältigen haben. Das Problem ist die Teuerung. Dort muss man auch ansetzen, denn Inflation ist ja die Auswirkung dieser Teuerung. Und von daher muss man an der Wurzel Maßnahmen setzen. Und ich finde viel kooperativer, als wir das in Wien machen, dass wir jetzt keine Angriffe starten auf andere Gebietskörperschaften oder politische, parteipolitische Attacken, sondern dass wir sagen, setzen wir uns zusammen, überlegen, wie wir uns das gemeinsam vornehmen und wie wir Lösungen finden. Ich finde, kooperativer kann man es ja wirklich schon nicht angehen. Und von daher lege ich jetzt keinen großen Wert auf parteipolitisches Hickhack. Das ist in dieser Situation sicher nicht geeignet, um einen Schritt voranzumachen. Und das erwarten sich die Menschen in der Situation. Denn die Inflation wird ja jetzt erst dann spürbar werden. Das ist ja jetzt ein Prozess, der erst in den nächsten Wochen und Monaten bei den Konsumentinnen und Konsumenten richtig ankommen wird. Und das war ja der Grund, dass wir schon im März die Wiener Energieunterstützung auf den Weg gebracht haben, überhaupt als erste Gebietskörperschaft, und jetzt schon auszahlen in diesen Tagen. Mehr als 195.000 Haushalte haben das schon bekommen, 200 Euro, Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher 300. Also wir haben ja schon begonnen, hier zu kompensieren und finanzielle Unterstützung an die Haushalte zu bringen. Ja, Herr Bürgermeister, natürlich bei der Energie, haben Sie recht, wird es die meisten Preissprünge geben. Da befürchtet man natürlich, dass das auch bei der Wien-Energie im Herbst noch heftiger wird. Könnte es da weitere Auszahlungen geben, auch seitens der Stadt Wien? Oder wird da auch ein eigener Deckel überlegt oder irgendein eigenes Modell? Na, Sie haben völlig recht. Das ist natürlich nur der erste Schritt gewesen, den wir mit der Wiener Energieunterstützung gesetzt haben. Wir haben schon den nächsten Schritt auf den Weg gebracht. Hier wird es dann um Auszahlungen im Herbst gehen. Und für Haushalte, die wirtschaftlich unter starkem Druck stehen, wird es bis zu 1.000 Euro geben. Das ist jetzt schon auf den Weg gebracht, also das ist im Laufen. Und alles Weitere behalten wir uns vor. Und wir sind auch vorangegangen bei der Abschöpfung der sogenannten Zusatzgewinne, die auch Energieunternehmen machen. Und wir haben schon beschlossen, dass die Wien Energie hier die Dividende, die zu leisten ist, nicht an die Stadt Wien abführen muss, sondern einsetzen kann
um hier preisstabilisierend zu wirken auf der einen Seite und auf der anderen Seite Geld einzusetzen für alternative Energieformen, damit wir sehr schnell aus dieser Gasabhängigkeit herauskommen. Mhm. Die Gewinnabschöpfung ist ein gutes Stichwort. Da liegt nämlich ein Vorschlag oder zumindest ein Ratschlag der EU-Kommission vor, dass man schon die Gewinnabschöpfung der europäischen Energieunternehmen machen sollte, weil da werden Zusatzgewinne von 200 Milliarden Euro erwartet. Also das ist wirklich eine enorme Summe. Sollte Österreich sich dem jetzt anschließen und doch diese Gewinnabschöpfung machen? Ja, also da bin ich sehr dafür und ich denke, dass gerade im Energiebereich europaweite Maßnahmen überhaupt sehr sinnvoll sind und das Abschöpfen der sogenannten Windfall Profits, also das sind die Zusatzgewinne, die diese Energieunternehmen jetzt einfahren, das halte ich auch gesellschaftspolitisch für ganz wichtig, dass das auch an die Bevölkerung herangetragen wird, denn das sind Gewinne, die nicht mit zusätzlichen Investitionen zu begründen sind, sondern die ergeben sich durch diese steigenden Energiepreise am Markt. Und das würde meiner Einschätzung nach notwendig sein, dass man das auch der Bevölkerung zurückgibt. Mhm. Schon zum Abschluss, wir haben gesagt, man muss jetzt schnell agieren. Wann soll dieser Felbermayr-Vorschlag umgesetzt werden, Ihrer Meinung nach? Ja, meiner Meinung nach so schnell wie möglich. Also wenn der Finanzminister Brunner mit seinen Berechnungen fertig ist, sollte man sehr schnell das auch politisch diskutieren. Und zwar Bundesregierung, Landeshauptleute, Städte, Gemeinden, Sozialpartner und dann sehr schnell die Umsetzung auch auf den Weg bringen. Denn wenn wir jetzt Zeit verlieren, wirkt sich das gravierend dann im Herbst aus. Und ich denke, hier ist jetzt Eile geboten. Und ich kann nur sagen, dass wir Stadt Wien da gerne bereit sind, hier auch entsprechend mitzuwirken. Gut, Herr Bürgermeister, dann bedanke ich mich für das Interview. Schönen guten Abend ins Rathaus. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Gesund bleiben. Danke. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es dann mit einem Amtskollegen von Michael Ludwig weiter, nämlich mit dem steirischen Landeshauptmann Christoph Drexler, der auch der Meinung ist, dass es diesen Felbermayr-Vorschlag geben solle, aber auch der über Lebensmitteldeckelungen und andere Dinge tabulos diskutieren wird. Bleiben Sie dran.